Und damit ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Sanitarium. Wir sind hier immer noch in diesem Irrenhaus oder so, in dem Garten. Ich muss einmal kurz die Musik ändern. Eine Platte, eine Schallplatte. Wir machen einmal die rein, die Classic-Version, die war eigentlich ganz angenehm. So, wir haben hier jetzt so ein komisches Wasserrätsel. Ja, ich weiß, dass er am Tanzen ist. Ja, wir haben es gesehen. Kein schöner Anblick. Kein schöner Anblick. So, wir schauen uns jetzt nochmal das Rätsel an. Diese Rohre, die sind wohl der Zufluss zum Springbrunnen. Okay, so. Muss ich komplett alles? Also. Nein. Ach so, hier wird mir dann angezeigt, wie viel Wasser da drin ist. Das heißt, ich muss alle drei Rohre, nee, vier Rohre, muss ich dann in eine Ecke reinkriegen? Okay, warte. So. Das heißt dann da rüber. Welches Rohr fehlt jetzt noch? Es sind doch alle Rohre jetzt, oder nicht? Hier? Oh, hier ist eine Spinne. Ups, ich habe sie kaputt gemacht, Entschuldigung. Okay, also. Nee. Warum? Warum kriegt er da Wasser? Wie funktioniert das? Funktioniert das so, dass hier diese Dinger dir anzeigen, von wo nach wo das fließt? Also wenn ich das jetzt so habe, dass halt von der Seite und nach unten das fließen kann, aber nicht von hier? Oder ist das so von wegen, dass hier dann frei ist und hier... Nee. Hä? Okay, ich habe auf jeden Fall irgendwas kaputt gemacht. Okay, damit habe ich alles komplett ausgemacht. Er versorgt komplett alles. Oh boy. Das wird ein richtig Abfuck-Rätsel. Nee, das hat das wieder weggemacht. Okay. Warum ist da jetzt weniger? Und hier ist wieder mehr? Nein. Muss das komplett voll sein? Der ganze Teil interessiert halt gerade irgendwie gar nicht, wenn ich das ausmache. Wenn ich das anmache, dann ist noch weniger. Okay, dann machen wir das mal so. So. Nein. So. Nee, das interessiert ihn auch nicht. Ja? Warum so? Nein. Nee. Okay, da geht das wieder weg. Ich muss das auf 100%, glaube ich, kriegen, damit das funktioniert. Da passiert nichts. Nein. Da passiert auch nichts. Da ist halt kompletter Abfall. Okay. Es muss halt wirklich... Wenn ich hier jetzt drehe... Interessiert es gar nicht.
Wieso interessiert das denn nicht? Weil hier kommt doch das Wasser raus. Wenn du das hier abdrehst, dann fließt es doch hier nicht mehr lang. Und du brauchst doch die Kraft, oder nicht? Okay, damit kann ich das wieder wegmachen. Damit kann ich das wieder auffüllen. Weg. Auffüllen. Oh boy. Oh boy! Das hier irritiert mich halt so. Oh, ich habe jetzt hier irgendwas wieder kaputt gemacht. Das war doch eben wesentlich besser. Ja, so sollte ich das. Okay, so kann ich das. Was ist das in... Das ist die Mitte. So, damit habe ich das jetzt wieder angemacht. Oh Gott, dieses Rätsel regt mich jetzt schon richtig auf, ne? Ne, hier kann ich halt drehen und wenden, was ich will. Das interessiert halt überhaupt nicht. Sehr gut. Ich kann das hier halt weiterführen. Und dann verliert es da aber an Power. Aber wenn ich das hier mache, dann verliert es auch an Power. Also hier geht es rein, teilt sich auf die beiden, geht es hier runter. Was ist, wenn ich das einfach so mache? Interessiert es nicht. Nö. Ich bin überfragt. Weil hier fließt kein Wasser rein, da fließt kein Wasser rein und da auch nicht. Das heißt, es muss ja alles hier sein. Oder nicht? Nee, das war falsch. So, jetzt da. So. Nee, da fällt der Wasserstand wieder ab. Nee. Ich verstehe dieses Prinzip nicht. Weil wieso geht denn das jetzt hier nicht nach unten, aber darüber? Ich bin überfragt. Ich weiß, dass ich mir bei meinem allerersten Durchlauf, als ich das für mich selber gespielt habe, habe ich hier für mir eine Lösung rausgesucht. Weil ich irgendwie nach einer Stunde oder so nicht auf das Rätsels Lösungs kam. Ich hatte gehofft, dass ich jetzt in der Zwischenzeit, in den paar Jahren, wo ich jetzt älter geworden bin, dass ich intelligenter wurde. But I didn't. I did not. Es muss halt auf 100. Aber wo fehlt was? Ja, das ist halt Abfuck. Warte. Ist auch nicht auf 100. Ja. Es ist bei 100. Wieso ist das bei 100? Warum? Oh nein, es war der Gullideckel. Scheiße. Diese Rohre. Die sind wohl der Zufluss zum Springbrunnen. Ich hab's halt verkackt. Das ist der Brunnen.
Ah. Oh. Da ist schon wieder eine Spinne. Igitt. Okay, dann versuchen wir jetzt, das hier voll zu kriegen. Toll. Okay. Machen wir das erstmal aus. So. Okay, das können wir natürlich auch. Ich weiß nicht, was das bringt. Sieht viel schöner aus, wenn Wasser drin ist. Okay. Ist das ihr Freund? Das Bild bewegt sich. Erzähl mir was. Ich habe den Springbrunnen repariert, Christel. Ist ihr Freund wieder aufgetaucht? Oh ja, und ich bin so glücklich. Sehen Sie ihn nicht? Ist er nicht großartig? Okay, aber was bringt mir das jetzt? Dass ich den jetzt beschworen habe. Achso, ich kann mit ihm reden. Ups. Ah, mein Geist war so ausgetrocknet. Ich kenne Sie nicht, Sir, aber ich danke Ihnen. Was ist Ihr größter Wunsch? Ich wünsche, ich könnte meine Schwester wiedersehen. Okay. Max? Sarah möchte dich jetzt sehen. Die gute Sarah. Oh, sie ist krank. Hey Kleine, geht's dir besser? Ich glaube nicht, dass ich dieses Jahr in den Zirkus gehen kann. Oh nein. Dann gehen wir nächstes Jahr. Kannst du mir einen Gefallen tun, Max? Dolly, die Puppe, die Papa letztes Jahr für mich beim Jahrmarkt gewonnen hat, beim Zirkus, Mr. Clown, kannst du mir die von der Spielzeugkiste holen? Oh ja, klar. Wo sind die? Ich kann sie nicht finden, Sarah, wirklich nicht. Ich kann sie nicht finden. Oh nein! Ich kann sie nicht finden. Holy shit. Das ist deep. Zirkus der Narren. Was? Ich bin im nächsten Teil? Was passiert mit mir? Huch. Was? Das war das Rätsel? Ich hab gedacht, ich muss die anderen noch. Okay, warum schwimmen hier Leichen im Wasser und warum sind wir ein kleines Mädchen? Das ist nicht Igitt, das ist gruselig. Wer bist du denn? Warum schlafen sie hier? Ich habe eine große rote Nase, wie der Weihnachtsmann. Er ist betrunken. Hey, wach auf, Alter. Oh, gesegnet sei meine Seele. Wie um alles in der Welt bist du denn hierher gekommen, Kleine? Ich weiß auch nicht. Ich erinnere mich nur, ins Wasser geguckt zu haben und dann war da dieser Lichtblitz. Und im nächsten Moment war ich hier. Ich habe ein bisschen Angst, weil ich mich fast an nichts erinnere. Ist doch kein Grund, Angst zu haben, meine Liebe. Meinen genialen Schlussfolgerungen nach würde ich sagen, dass du in einem Boot warst und über Bord gefallen bist. Und danach haben dich die Gezeiten hierher schwuppdiwupp angeschwemmt. Ich bin sicher, deine Eltern suchen schon nach dir. Stell dir mal vor, du bist ein kleines Mädchen, vielleicht 9, 10 Jahre alt, fällst über Bord und treibst hier an Land mit den ganzen Leichen im Wasser. Hier sind Leichen, offene Leichen, die hier rumschwimmen.
Und er so, ja moin! Du warst im Wasser! Alter! Ich heiße Sarah. Und Sie? Was? Ich bin Antonio Baldini. Genie, Künstler und Meister der Manege. Okay, hi. Wo bin ich denn? Das weißt du nicht. Dann kannst du dich aber auf eine freudige Überraschung gefasst machen. Denn genau hinter mir befindet sich das großartigste Spektakel der Welt. Was? Könnte es sein, dass du noch nie vom weltberühmten Zirkus der Baldini-Brüder gehört hast? Ist doch unmöglich! Und nur für ein paar läppische Dollar eröffnet sich eine Welt von Magie, Wundern und Sensationen. Aber ich hab kein Geld. Aber ich hab leider kein Geld. Pass mal auf, meine Liebe. Weil die Zeiten schlecht sind und der Andrang momentan etwas mager, gebe ich dir einfach eine Freikarte fürs Squish-Squash-Spiel und mit ein bisschen Glück gewinnst du ja ein paar Zirkuskarten. Danke Ihnen, Mr. Baldini. Gern geschehen, meine Liebe. Aber jetzt musst du mich entschuldigen. Muss schließlich einen Zirkus leiten. Bei den Göttern. Hey, ihr alten Maden, wir haben einen Kunden. Die Show muss weitergehen. Halleluja. Da kann man alles durchsehen. Ja, Mann, let's go. Okay, wir haben da eine Stadt. Wir haben da ein Herrenhaus. Oh mein Gott, wir sind plötzlich in Silent Hill. Sehr gut. Okay, mir machen die Leichen halt. Die finde ich irgendwie schon ein bisschen unangenehm. Vor allen Dingen so grafisch auch noch. Richtig gut. Okay, wir sind jetzt ein kleines Mädchen namens Sarah. Sind wir seine Schwester jetzt? Die Schwester von Gewebebandgesicht? Ich habe nur noch keinen passenden Namen für sie. Wir gehen erstmal nach links. Alles erstmal angucken. Also das hat mich jetzt aber schon ein bisschen baff gemacht, dass das Wasserrätsel jetzt schon durch ist und wir mit der Psychiatrie schon durch sind, weil wir haben doch im Grunde noch gar nichts getan. Hallo? Bist du ein Tätowierer? Der Mann hat Dinge am ganzen Körper. Ich heiße Sarah. Und Sie? Ach, wie süß. Als ob's nicht schlimm genug wäre, auf dieser blöden Insel festzusitzen. Jetzt muss ich auch noch Babysitter für so ein verwöhntes Balk spielen. Sie sind aber gemein. Ja und? Solange du in Wilbur Smiths Anhänger bist, gelten meine Regeln, klar? Okay. Oh, kann ich auch eine Tätowierung bekommen? Was? Komm mal in 10 Jahren wieder, Kindchen. Tätowierungen sind nur was für meine älteren Kunden. Hey, aber wenigstens sagt er nicht so, ja, klar, mache ich. Sondern ist halt wenigstens so ehrlich und sagt, nee, Kinder tätowiere ich nicht. Es gibt halt auch schon Idioten, die das machen würden, um Geld zu verdienen. Wo stecken denn alle ihre Kunden? Du hast die Intelligenz auch nicht gerade mit Löffeln gefressen, was? Wow. Wir sitzen nämlich auf dieser Mistinsel fest und die einzige Seele, die sich seit der Flut hierher verirrt hat, bist du. Und du bist leider ein bisschen zu jung für eine Tätowierung. Das war eine riesige Flut, ne? Lass mich endlich mit so dämlichen Fragen in Ruhe. Wow, halt die Schnauze. Ich habe noch nie einen Zirkus auf einer Insel gesehen. Weil verdammt nochmal Zirkusse normalerweise nichts auf Inseln zu suchen haben. Wer soll denn in den Zirkus gehen, wenn alle erst herschwimmen müssen? Wer lebt in dem unheimlichen Haus auf der anderen Insel? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Ich stecke auf dieser kümmerlichen Insel fest wie alle anderen. Darum schwimmst du nicht rüber und findest selber aus. Wow. Drecksack. Okay. Igitt, diese Nadel sieht total dreckig aus. Will ich haben. Gib mir. Hey, was glaubst du, was du da machst, du Diebin? Finger weg, du lästige Töle! Oh, Mann! Ich bin kein Hund! Mann,
Schau dir die ganzen Bilder an. Okay, ich schaue. Mann, schau dir die ganzen Bilder an. Da steht's. Du hast noch nie richtigen Nagellackentferner gerochen, oder Mädchen? Na gut, meine Lieben. Damit machen wir für heute erstmal Schluss. Ich bin tatsächlich ziemlich überrascht, dass wir, wie gesagt, das Wasserrätsel so schnell gelöst haben und halt der Rest halt wirklich irgendwie irrelevant war oder so. Keine Ahnung. Schon irgendwie kurios. Und wir jetzt halt im neuen Level sind, und zwar in einem Zirkuslevel, wo ich noch leichte bis mittelschwere Erinnerungen daran habe, dass ich mich sehr über die Synchronisation unserer kleinen Hauptdarstellerin amüsiert habe. Aber das werdet ihr im nächsten Part auf jeden Fall alles mitkriegen. Könnt ihr ein Nickerchen brauchen? Ja, ja, das brauche ich nachmittags auch immer. Ich werde alt. Vielen lieben Dank, dass ihr weiterhin hier dabei seid bei Sanitarium. Ich bin Whitey, das ist Sarah. Und wir sehen uns im nächsten Part auf jeden Fall wieder. Tschüss!